Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ich habe ein interessantes Produkt bekommen und zwar einen faltbaren Bollerwagen von Didi Time. Da soll bis zu 150 Kilo aushalten können. Den kann man zusammenklappen, hat kleine Räder, ist in der Farbe schwarz und kostet um die 70 Euro auf Amazon. Ja, ich bin mal dafür, dass wir den mal auspacken und dann stelle ich mich später mal rein, wenn ich den ausgeklappt habe. Mal schauen, ob der das aushält. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, Freunde, ihr seht, der Karton ist recht groß. Wir sehen jetzt hier einmal einen Überblick, was da so Sache ist, wie der hinterher aufgebaut oder ausgeklappt aussehen soll. Hier steht, wir sollen das auf gar keinen Fall mit einem Messer öffnen. Wenn wir vorsichtig sind, kann man das auf jeden Fall. Ich hoffe, ich zerstöre den trotzdem nicht. Dann nehme ich das hier vorsichtig an und dann sollte das kein Problem sein, das auch hier mit einem Messer zu öffnen. Seht ihr? Ist für mich okay, Übungssache. Jetzt hätte ich mich fast selbst noch geschnitten zum Thema Übungssache. Und dann schauen wir hier mal rein. Wir sehen jetzt, oh, das passt so gerade eben hier auf den Tisch. Hier ist einmal der Griff. Ja, den müssen wir später wohl hier reinstecken. Ja, das ist der Wagen. Also er passt genau da rein und wir haben Make sure the size of the product meet your needs. If not, please do not install it. Okay, wir sollen uns sicher sein, dass es die richtige Größe ist, die wir bestellt haben. Ja, sehen wir ja, es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Wir könnten jetzt hier die Breite einmal messen und die Höhe, da würden wir das wissen. Ich würde euch das aber vorstellen. Ich denke mal, es wird nicht mehr so einfach sein, den hier einzupacken. Ja, ich denke mal, wer jetzt einen Bollerwagen holt zum Zusammenklappen, der wird eh in die Ecke gestellt. Das ist halb so schlimm. Vier einzelne Räder, die wir hinterher installieren müssen. Ein Griffteil, das haben wir schon gesehen. Und einmal hier das Gerät selber. Das hier ist alles in Zentimeter angegeben. Das ist die Größe. Länge 70, Breite 43 und Höhe 90. Höhe wahrscheinlich inklusive Griff. Wir sollen den auseinanderklappen, den Griff einstecken, bis es Klick macht. Was sollen wir noch machen? Ja, hier soll es überall klicken und zwar auch bei den Rädern. Die werden dann da eingesteckt, die haben einen kleinen Stift zum Klicken und das war's. In der Mitte können wir den hochziehen zum Zusammenklappen und das wäre es dann. Und das probieren wir jetzt einmal aus. Ich werde den jetzt nicht hier auspacken, sondern wir gehen in ein anderes Zimmer, weil hier habe ich gar keinen Platz dafür. Ja, Freunde, jetzt fangen wir einmal an, das Ganze aufzubauen. Und zwar haben wir hier das Griffteil, das lege ich einmal hier hoch. Ja, die Anleitung werden wir wahrscheinlich erstmal nicht benötigen. Ich sehe schon, es könnte sein, dass ich eine Schere benötige oder einen Seitenschneider. Weil das Ganze gesichert ist, habe ich das mal alles da oben hingelegt. Normalerweise ist das ja auch werkzeuglos, aber klar, Verpackung muss sein. Dann holen wir den mal hier raus. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und ich schaue mir mal kurz an, wie der befestigt wurde. Ach, da wurden nur die zwei Streben mit dem Kabelbinder hier befestigt. Das ist ja schon mal ganz okay. Ja, dann holen wir uns hier die Rollen einmal raus. Einmal und zweimal. Ist das jetzt nur zwei Rollen? Ich weiß es nicht. Ach, hier sind noch ein paar mehr drin. Hier in der Tasche, oder vor der Tasche hier, sind die anderen zwei Rollen. Okay. Dann haben wir das einmal alles am Start. Ja, wir schneiden das jetzt einmal auf. Hier unten runter. Und dann ist das eigentlich. Also ist eigentlich ziemlich cool verpackt. Also kann man hier so auseinanderziehen. Er soll so viele Kilos aushalten. Da bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir hier Befestigungspunkte für den Rollerwagen, für die Räder. Das ist die Frage, das ist ja die Unterseite und wir müssen jetzt hier die Räder einstecken. Ich ist jetzt keine Runde auf. Schau ich jetzt erstmal die Räder an. Ah, bin ja auch doof. Also, für die hinteren Räder haben wir hier eine eckige Aufnahme. Die stecken wir einmal hier hinten rein. Mit dem Stift, der sich hier versenken lässt, der ist auch für die Demontage wichtig. Nach, ja, zu dem Loch, da habt ihr ein kleines Loch und dann macht es Klick und dann ist das schon drin. Fronträder
sind natürlich mit einer runden Aufnahme, ne? Also ein Zylinder, der kommt hier vorne rein, zack, dann ist das Rätsel gelöst. Die kann man ja auch drehen und die sind stark. Das haben wir jetzt hier, eckig, kommt nach hinten. Und dann haben wir das gleich geschafft. Hier haben wir noch Front. Dir geht's gut, ne? Und schläft. Verpackungsmaterial. Ja, dann drehen wir den mal vorsichtig um. Einmal nach unten drücken. Muss der irgendwo anrasten? Nö. Und dann kommt hier vorne der Griff rein. Ich finde ihn aber ein bisschen kurz. Kann man ihn vielleicht länger machen? Bis Klick macht. Seht ihr? So, jetzt haben wir den ausgeklappt. Jetzt bin ich mal gespannt. 80 Kilo, über 100 Kilo war das, sollte da aushalten. Ich glaube 120. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich stelle mich jetzt mal da rein und dann gucken wir mal, ob der wirklich was kann. Eigentlich soll man das ja nicht machen. Ich bin so bescheuert und mach das mal für euch. Okay, ein bisschen Geräusch ist normal. Das war jetzt, ihr seht selber, sogar mit Wippen, kein Problem. Finde ich schon mal ganz gut. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall von der Dimension eine Kiste Wasser reinstellen. Dann schauen wir mal. Das ist jetzt, ja, eine relativ kleine Kiste. Aber die würden da reinpassen und davon zwei Stück. Dann wäre der Boden bedeckt und hättet ihr noch an der Seite Platz oder was anderes, eine Elva-Kiste, Bier wird da auch noch reinpassen. Und ja, kann man so machen. Die Räder sind übrigens auch gummiert. Gefällt dir das? Das ist ein cooles Produkt. Luki checkt ab. Ne, einmal stricken. Das ist cool. Kann man damit einen Ausflug machen? Ja. Also die Räder sind, wie gesagt, nochmal gummiert. Die machen keine Geräusche jetzt beim Rollen. Ne? Also so wie das sein soll. Und jetzt klappen wir den mal wieder zusammen. Ich bin gespannt. Ja, setz dich rein. Mach Sitz. Okay, Luki sagt, der Wagen ist ganz cool. Mal gucken, was er sagt, wenn ich ihn jetzt hier so schiebe. Wie ist das Fahrgefühl? Ist ganz gut, ne? Kann man so machen. Was sagst du dazu? Ich mache mal ein Foto davon, weil das ist echt einmalig, wie er meine Produkte mittestet. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, hat der Hund sich mit eingebracht ins Video. Ist ja auch völlig okay, ne? Hast du schön gemacht. Geh mal hier auf deinen Platz. Decke. Ja, er hört auch manchmal gar nicht. Pubertät. Ja, dann klappen wir den mal hier wieder zusammen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das alles so easy geht. Ja, ich will den zusammenklappen. Keine Angst. Das ist nichts Schlimmes. Dann kann man den ja hier in der Mitte an der Lasche hochziehen. Und dann könntet ihr den zum Beispiel ja, in der Garage, im Schuppen oder sonstiges verstauen. Okay, geh mal hier rüber. Ich will den Leuten, meinen Zuschauern, zeigen. Und ne? Kann man machen, könnt ihr dann schön auch im Kofferraum platzieren oder sonstiges, je nachdem, wo ihr den dann aufbewahren wollt, kurzzeitig, langfristig. Von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Produktlink unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und die Interaktion hier auch. Er hat auf jeden Fall Spaß daran und fand das sehr interessant und ja, ihr habt gesehen, selbst er sagt nichts dazu, wenn er fährt. Er findet es völlig okay und ich auch und für den Preis kannst du echt nicht mehr. Also, danke fürs Einschalten. Abonnieren ist kostenlos und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn. Jetzt legt er sich hin. Die ganze Zeit hast du auch schon gelegen. Wir gehen gleich erstmal 2 Stunden spazieren. Was hältst du davon? Ja, das ist ein Leben, ne? Tschüssi!